Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Wir sind letztes Mal stehen geblieben auf der großen Endgame-Jagd nach Secrets. Genau genommen dabei im Makalania-Wald. Ich war ein wenig gefrustet von den Schmetterlingen. Für das Geschrei möchte ich mich dann nochmal entschuldigen. Manchmal geht mein Temperament mit mir durch. Als ich dann mich die wieder dran gesetzt hat, hat es nur rund eine halbe Stunde gedauert, natürlich. Ist ja immer so. Dann hatte ich die zwei Rätsel in der Tasche. Die Belohnung dafür waren einmal ein. Wait. Ein. Na. Teleport-Spheroid. Also einer, mit dem ich mich auf, ich glaube, jedes beliebige Feld war das, teleportieren kann. Moment. Bisschen neu desorientiert gerade. Ich schaue einfach kurz nach. Benutzen, Teleport. Ah, ne, auf ein beliebiges von irgendwem freigesetztes. So, so einen haben wir bekommen. Und außerdem dies Jupiter-Siegel. Das ist das Siegel für Kimari. Und, ja, wie gesagt. Ich hab's jetzt. Und deshalb holen wir uns diese Waffe, denke ich, auch als. Nee, ja, machbar. Als nächstes. War das überhaupt so klug jetzt? Eigentlich ist es egal. So, dazu müssen wir in die Donnersteppe. Da hätten wir auch laufen können, deswegen war ich gerade mal überlegen, ob es sich überhaupt gelohnt hat, da jetzt zurück zu teleportieren. Da, Donnersteppe. Und ja, ich habe, wie gesagt, was die Solaris-Waffen angeht, so eine gewisse eingefleischte Reihenfolge, in der ich die mache, sag ich mal. Die eine Mischung ist aus der Verfügbarkeit, wo gibt es diese Waffen? Deswegen ist Titus seine auch immer die erste, weil logisch irgendwo, ne? Und auch daraus, in welchen welche Abilities drin sind. Kimari oder Riku sind immer die ersten. Aua. Aus dem einfachen Grund, dass das zwei Waffen sind mit Doppel-AP. Yuna braucht ein paar mehr Bedingungen, kommt aber meistens relativ kurz danach. Und irgendwann später dann kommen Leute wie Orin, wenn ich ihn dabei habe, Tidus, wenn ich es verpasst habe mit der Nullerzeit, solche Sachen. Weil das sind Sachen, da sind nur Kampf-Abilities drin. Die sind natürlich schön zu haben und auch wichtig. Aber die Abilities, die die AP erhöhen und die Gil erhöhen in Rikus Fall, die will man natürlich als allererstes haben. Warum leuchtet der Stein nicht mehr? Eben hat er da noch geleuchtet. Lulu würde ich mir auch erst dann holen. Also, sie hole ich mir gar nicht, aber würde ich, wenn ich könnte. Außerdem habe ich, was ich vergessen hatte, letztes Mal irgendwie, Riku ihren Arm in den, ihren Raritätenfreak in den Arm eingebaut. Den haben wir jetzt also auch. Das bedeutet, immer wenn wir jetzt etwas klauen, ist es die seltene Klau-Variante. Ob das nun mehr Items oder besondere Items seien, sei dahingestellt. Und ja. Jetzt müssen wir. Ach Gott, ich hab die. Bei Kimari muss ich wirklich nachschlagen, weil ich das echt sonst nicht so oft mache. Kimari wird bei mir üblicherweise immer sehr zügig aussortiert, weil er eben diesen. Okay, der leuchtet nicht mehr. Diesen Malus hat, dass er am Anfang einfach eine schlechtere Startposition hat für alle Rollen. Deswegen hat er ja auch Doppel-AP, um das später auszunutzen. Genauso wie Riku ihre Doppel-AP-Waffe kriegt und Yuna, denke ich mal, einfach damit sie irgendwas kann oder so, ich weiß nicht. Hey! Das dürfte eins der ersten Vernichtens gewesen sein, das Riku je gemacht hat. Yeah. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch einen so einen Stein finden. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall drei Stück davon aktiv. Und ich habe vergessen, wo die stehen. Also suchen wir jetzt einfach mal hier die Donnerstöpfer, bis wir so einen leuchtenden Stein finden. Da vorne sehe ich einen Stein, ob der leuchtet, sehen wir gleich. Ob der wirklich richtig steht, ihr seht ihr, wenn das Licht angeht. So verrate ich. Oh mein Gott, wie mache ich das denn jetzt? So. Verdammt. Oh! Oh, sagt sie. Ach Gott, wie knuffig.
Ups. Das war nicht ganz, was ich wollte, aber okay. Das Schöne an dem Raritätenfreak ist halt, dass ich solche Sachen wie die silbernen Sanduhr, die normalerweise hinter Unmengen von High Potions versteckt sind, was das Clown angeht, die kriege ich jetzt alle halt, die kann ich jetzt halt nach Belieben quasi, mir klauen. Der einzige Nachteil, also im Gegenzug, sag ich mal eher, für diese ziemlich tolle Ability, gibt es hier keinerlei Möglichkeit, die Stehlen-Chance zu erhöhen. Ah, der hat geleuchtet. So, das erledigen wir irgendwann später. Ich habe mir so eine Liste von kleinen Dingen gemacht, die wir noch erledigen wollen. Und ja, ich werde das natürlich alles klären, das wird kein dröges Abarbeiten. Hoppla, jetzt habe ich gepennt. So. Und jetzt dürfen wir ganz nach Süden in der Donnerstätte. Yay! Gut, ich hätte also lieber im Süden noch nach Steinen suchen sollen. Es gibt nämlich sowohl im Norden als auch im Süden, soweit ich weiß, 3 Steine. Ich liebe solche Details. Solche kleinen Details, die einfach das Wesen des Charakters unterschreiben. Ne, wenn sie Gegner besiegen, dass Kimari seine Techniken nie kommentiert. Außer mal mit so einem Grunzen, wenn er einen wenn ein Kampf beendet oder so. Das macht unglaublich viel aus in meinen Augen. Also, na gut, das dauert jetzt ein bisschen. Allerdings, ein Trost. Ich habe mal geschaut, was wir brauchen, um Lulus, meine Traumwaffe für Lulu zu bauen. Und ich habe festgestellt, eine Bedingung für diese Waffe, beziehungsweise für eine Ability auf dieser Waffe, ist, dass wir jedes Monster in dieser Welt 5-mal fangen. Dieses Item gibt es fast nur dort her. Es gibt fast. Ich glaube, man kann es noch von 1-2 Gegnern für ein paar Millionen Gil für 1-2 Stück bestechen. Aber für alle Monster 5-mal fangen, kriegt man dann gleich 99 auf einen Batz. Also, könnt ihr euch ungefähr vorstellen... Oh ja, genau. Wir haben 3 Steine aktiv. Also kann diese Art von Monstern jetzt, Konstellation jetzt auftreten. Tidus, klär mal. Das war ganz lustig. Ich habe, während ich die Rätsel gemacht habe, das hat natürlich nicht beim ersten Versuch geklappt, da habe ich ein paar musste ich ein paar Mal kämpfen und habe einmal auch Tidus Ekstase angewendet, ohne aufzunehmen. Ich habe das Timing komplett verhauen. Ich habe es nicht geschafft, weil ich so die Verzögerung gewohnt war. Ist das nicht ein schöner Anblick? Yeah! 3-mal Maximalschaden, 3-mal vernichten. Gut, krüppelige EP, aber... Sieht es nicht schön aus? So. Gut. Dann jetzt, wie war das? In den Süden? Geist. Speichersphäre. Bla. Okay. Das sollte ich hinkriegen. Zugegebenermaßen eines der. Also, es geht jetzt darum, dass wir Kimaris Waffe finden. Wir haben jetzt bei Marke und Siegel, aber ohne die Waffe nützt das ja auch nichts. Und ja, deshalb holen wir uns die als nächstes. Wir werden sie nicht sofort freisetzen. Freisetzen werden wir sie gemeinsam mit Rico ihre. Einfach damit ich nicht ständig in den Makalania-Wald zurück muss. Und ja. Das ist nämlich ganz witzig. So ähnlich wie Yuna mit ihren Beschwörungen einfach ein unersetzliches Element hat, das... dass man gerade in späten Fight, wenn es Angriffe gibt, die dich, wenn du keine Bestie opferst, garantiert töten. Oder nahezu garantiert töten. Gerade dann ist eben Yuna besonders wichtig. Und Riku ist auf ähnliche Weise wichtig, weil sie in ihrer Solaris-Waffe Doppel-Gil drin hat. Und, ihr habt schon gemerkt, Bestechen ist teuer. Das bedeutet, Doppel-Gil ist ziemlich wichtig und ziemlich nützlich. Das heißt, selbst wenn man eigentlich Riku nicht levelt, möchte man sie dann doch irgendwie immer wieder im Kampf haben, damit sie den Doppel-Gil-Bonus bringt. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum Riku und Yuna, diese beiden auf ihre Weise unersetzlichen Charaktere, Doppel-AP-Waffen haben, damit, falls man sie nicht trainiert hat, man dort doch eine Möglichkeit hat, sie besser zu trainieren. Allerdings muss ich sagen, das ist nur der zweitbeste. Nur der zweitbeste Grund, denn es gibt eine Methode, Charaktere zu leveln, die effektivste ist, die ich kenne.
Fatness, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich gute. Für die braucht man aber einen, braucht man ganz spezielle Waffen für. Also man braucht eine ganz bestimmte Ability genau genommen. Und dann kann man damit weitere Abilities noch drauf toppen. Das werde ich euch auch zeigen, das werde ich auch verwenden, denke ich. Das heißt, das hier wird vermutlich relativ schnell mein... Also wenn diese Methode auch nur annähernd so effektiv ist, wie ich glaube, dass es ist, dann wird das binnen weniger Kämpfe mein... Vielleicht nicht weniger Kämpfe, aber sehr, sehr schnell mein bestgelevelter Speicherstand jemals. Ein Raupen verfehlt, ist das immer bitter. Und... Ja, aber... Noch können wir uns das nicht bauen, noch ist das alles Quark im Schaufenster, denn der beste Ort, um Geld zu sammeln, ist in einem geheimen Dungeon. Und in diesen geheimen Dungeon zu kommen, brauchen wir verdammt gute Ausrüstung und die sind wir uns gerade am Beschaffen. Also ihr seht, wir sind dann noch einen ganzen Takt von weg. Und ja, wir versuchen es wieder so. Das halt nicht. Mal versuchen. Och, komm schon! Muss noch weitergehen auf Rikus, auf Tilos Weg. Dann wird sich das auch bald ausgehen. Mein Auge juckt. So, ich habe mich übrigens, was Kimari angeht, noch nicht so wirklich entschieden, weil... Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen, nevermind. Ach ja, wenn er nämlich über seine Solaris-Waffe mit Doppel-AP seinen Level-Rückstand gegenüber Tidus, der ja sein einziger Konkurrent als physischer Angreifer ist, aufholen kann, dann... Das war unnötig. Also das Rauben war unnötig. Dann werde ich mal echt schauen, ob vielleicht, zumindest für eine Weile ich Kimari einfach mit reinnehme, weil ich es kann. Denn... er ist halt einfach der seltenere Anblick und... ihn zum Magier zu machen, ist der typische Weg. Das heißt, ich gehe hier eigentlich so mehr den... nicht voll effizient... Weg. Aber ich will es halt doch einfach mal zeigen. So, und hier sollte jetzt irgendwo was sein. Wenn euch übrigens stört, dass ich hier jetzt doch mal mit dem Lösungsbuch nachschlage und dergleichen. Schreibt mir das ruhig in die Kommentare, denn wenn ich solches Feedback nicht bekomme, dann kann ich auch nicht drüber nachdenken, das zu ändern. Also ich bin da auf, wenn ihr sagt, das stört euch nicht, könnt ihr es auch reinschreiben. Auch eine Meinung, die ich für mich verbuchen kann. Es ist halt einfach so, dass in Spielen, wo die Secrets wirklich so versteckt sind, dass es nicht mehr kohärent irgendwo Sinn ergibt. Also, zum Beispiel das mit dem Schmetterlingsrätsel. Ich habe nachgeschaut, wie muss ich ungefähr laufen, wo innen, wo aus. Das hätte ich auch bei Hand rausfuchsen können. Also, wenn ihr sagt, sowas lassen wir nicht machen, das kann ich nachvollziehen. Aber sowas wie, gut, Solaris-Spiegel, das wusste ich jetzt alles noch, weil habe ich halt ewig gemacht. Beziehungsweise, es kam dann relativ irgendwann halt wieder. Wo ist dieser... warte mal. Tidus mit denen, weil ich glaube, die haben mehr Ausweichrate als die Zauberer. Spielt jetzt keine so große Rolle, aber ich glaube es trotzdem. Ich könnte es nachschlagen, aber das ist dann doch wirklich over the top. Okay, jetzt mal, und ich meine, das Führungsbuch verrät mir ja auch nicht alles. Hier soll irgendwo der Geist eines Kaktus schweben. Das ist schön, dass der da schweben soll, aber ich muss ihn momentan erst suchen. Was seid ihr? Zeug. Warum raube ich die ganze Zeit? Das ist so unnötig. Also, dass ich Ralbo raube, ist schon klar, denn die Mondschleier brauche ich für Protes. Und ich meine, ich sage hier ganz viel über, ich brauche solche Waffen, ich brauche solche Waffen. Aber ich bin auf optimale Rüstung noch gar nicht eingegangen. Das ist nämlich auch ein Thema, wo... im Gegensatz zu den Waffen, sich die Geister wirklich scheiden.
Ist der hier hinter irgendwo? Nein. Da kann man sagen, ich nehme irgend so ein... Da gibt es viele Leute, die ihr Setup für das Ultimative halten, aber so leicht ist es nicht zu sagen. Ich meine, gewisse Abilities gibt es, die sind einfach nicht zu toppen. HP-Expander zum Beispiel, ne? Ohne HP-Expander ist unser maximales Level, unsere maximalen HP 9999, klar. Und mit einer neuen mehr. Also so ungefähr das Zehnfache. Ist klar irgendwo, das will man haben. Muss man auch. Geht ja gar nicht. Später. Also die geheimen Sachen gehen nicht mehr. Die normale Story natürlich nicht. Die normale Story könnten wir überhaupt nicht mal jetzt schon abschließen. Wenn wir wollen. Aber... Also HP-Expander muss drauf. Ganz klar. Und dann kommt schon die erste Sache. Es gibt eine Aura, eine Ability, die schützt gegen sämtliche Zustände. Das ist die Schleife. Dementsprechend würde man natürlich am liebsten die auf allen Rüstungen haben. Allerdings, ihr erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, es gibt dieses Item, von dem bekommt man einmal 99 und ich brauche 60 davon, um mir den Hit-Expander für Lulu zu bauen. Eine Schleife kostet 99 von diesen Items. Das heißt, wenn du kannst hier eine Schleife damit bauen und der Rest wird, muss gefarmt werden. Entweder mit Geld, das kostet halt so ein paar zig, hundert, tausend, weiß nicht wie viele Millionen. Oder man benutzt die niederen optionalen Bosse, indem man vor ihnen speichert, sie tötet und hofft, dass sie für einen Charakter aus der eigenen Wahl Ausrüstung mit 4 Slots und einer Schleife als Ability fallen lassen. Das kann nämlich vorkommen. Und wenn sie das nicht tun, dann lädt man neu. Muss ja nicht sein. Ihr könnt euch ungefähr... Da ist er! Oh Gott, ich habe nach einem weißen... Nach so Spooky Ghost gesucht und nicht nach so einem... Was ist denn da? Wow, aber gut, wir haben ihn gefunden. Und das heißt, das ist auch sehr aufwendig. Ne? Also, es geht. Wenn man erstmal die ersten... Ich sag mal, die ersten zwei optionalen Bosse in der Tasche hat, also wirklich mit Leichtigkeit besiegen kann, dann ist es einfach nur noch Rinse and Repeat und ein kleines bisschen Glück. Macht aber auch keine Laune, ich bin ganz ehrlich. Ich werde euch die ersten paar zeigen von diesen geheimen Bossen. So, wo ist der Geist jetzt hin? Da ist er, aua. Sehe ich nur, wenn der Nebel da ist, ne? Nee, ich sehe ihn auch so. Also zeigen werde ich sie euch so oder so, aber ich bin halt echt kein Freund davon, die so zu farmen. Das heißt, wenn man sich gegen Zustände so nicht schützen möchte, kann... Was weiß ich was? Dann muss man darauf zurückgreifen, sich spezifisch gegen Zustände zu schützen oder halt Heilmittel parat haben. Das macht dann natürlich Autokur wieder attraktiv. Man sagt einfach, ich habe von allen Zustandsheil-Items, die es gibt, inklusive Allheilmittel, immer so 80 plus in der Tasche. Und wenn dann ein Boss kommt, der mit Zuständen daherkommt, dann traue ich auf Autokur. Wenn du das auf zwei Charakteren hast, bist du versorgt. Kann man auch machen. Dann gibt es noch so Abilities wie zum Beispiel Autoprotis. Protis hat, das habe ich schon erklärt, als wir den Zauber bekommen haben, keinerlei negative Nebeneffekte. Es sei denn, du willst deinen eigenen Charakter mit physischen Angriffen absichtlich töten. Was doch eher selten ist. Jo, also in die Luft kann ich dir nicht folgen, ne? Au. Und... ne, im Gegensatz zu Shell oder Refleck, die das magische Heilen einschränken, hat Protis eben einfach nur, jo, alles was dich hauen will, haut dich nur noch halb so stark. Ganz geil eigentlich. Deshalb ist Autoprotis natürlich, ja, ne? Viele Leute schwören drauf. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Allerdings gibt es noch eine Auto-Ability, die ist noch ein Tacken geiler. Warum raube ich die ganze Zeit? Und das ist Auto-Hast. Auto-Hast ist teuer. Ne? Chocobo-Federn, ich habe keine Ahnung wie viele, glaube ich. Ne, warte, gar nicht Chocobo-Federn, irgendwas anderes. Schweineteuer jedenfalls. Aber permanenter Hasszustand. Entschuldigung. Wo ist der Geist hin? Wo ist der Geist hin? Und dazu kommt auch, dass spätere Bosse sehr viel mehr von diesen Angriffen haben, wie Unalaska sie hatte. Die einfach nach Lust und Laune Angriffe entfernen.
Oh, die muss man ja auch fangen. Oh Gott, das hatte ich ganz vergessen. Wow, komm schon, komm schon, komm schon. Zwei kriege ich? Puh. Ach Gottchen. Das ist übrigens der Angriff, der, als wir noch hier waren, also neu hier waren, da war der noch echt gefährlich. Riku tut da auch jetzt noch weh, aber... Und zu viel Abwehr. So, drei Kaktoren, auch schön. Also Kaktor-Fragezeichen, auch schön. Ganz vergessen, dass man die auch fangen kann. Wo ist der Geist jetzt hin? Geisti! Oh gut, dass der Nebel gerade da ist. Das ist bei mir vielleicht ein bisschen besser. Aber irgendwie sehe ich den nicht mehr. God damn it! Wo war ich? Ja, genau, die haben jede Menge zustandsentfernende Angriffe. So ganz normalen Scheiß. Und Auto-Abilities von Rüstungen können dadurch nicht entfernt werden. Die sind absolut unaufhebbar. Selbst wenn du Auto hast und dir gibt jemand Gemach, du bist effektiv Gemach-immun, wenn du Auto hast. So, nebenbei. Das ist halt schon ganz nett. Und deswegen würde ich sagen, Auto Hast ist halt noch einen Tacken besser als Auto Protes. So, wo ist... Alter, der ist halt irgendwie weg, ne? Ich glaube zu wissen, wo er hin will, aber ich weiß halt nicht, ob ich ihn, ob ich da jetzt schon hin kann oder ob ich irgendwie unterwegs Trigger von ihm erwischen muss. Hm. Ja, ich spiel jetzt nochmal rum und dann... Ja, das ist halt auch so ein Secret, ne? Also diesen Geist zu sehen, ich meine, ich habe aktiv nachgesucht und ihn fast verpasst. Also, gerade sogar wirklich verpasst, aber, ne? Vor allem mit den ganzen Blitzen zwischendrin. Dann denkt man sich, war da nicht gerade was? Blitz, kabumm. Dann hat man den oder Mutter ruft und dann hat man die Peilung verloren und schon sieht man ihn nicht wieder. Wo war ich? Genau, ja. Immun. Also Auto hast, Hit Expander, Quatsch, HP Expander. Wenn man hat, halt Schleife. Und dann hat man schon nur noch einen Slot frei. Da gibt es dann verschiedene Sachen. Wie gesagt, Autoprotis könnte man reinpacken. Das wäre dann so eine Allround für alle. Man könnte natürlich auch sagen, das lasse ich frei für charakterspezifische Abilities, wie für Riku den Raritätenfreak oder was weiß ich was. Gott, blöde Blitze. Da war der, da ist er wieder. Nein! Der ist so schwer zu sehen. Hier wäre, das wäre mit null Monster auch viel einfacher. Ich muss irgendwann mal absolut mir gehen. Und mir eine null Monster Waffe schmieden. Man braucht ja nur eine für die ganze Gruppe netterweise. Könntet ihr bitte Riku in Frieden lassen? Das ist halt echt nicht nett, was ihr da gerade macht. Selbst schuld. Oh, sie ist konfus. Gut, dass wir niemanden mit Konter im Team haben. Das Witzige ist, ich glaube, Titus anzugreifen hat sogar auch als Aktion gezählt für sie. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir können ja mal schauen. Herb hat es. Und ja. So, da ist er. Gewesen. Da ist er. Ja. Es gibt nämlich eine Eigenschaft, die habe ich ganz vergessen zu erwähnen, von den Solaris-Waffen. Die Stärke von Solaris-Waffen hängt, neben der Angriffskraft, von einem weiteren Faktor pro Charakter ab. Das klingt an einer seltsamen Formulierung, aber es ist einfach so, dass es je nach Charakter sich unterscheidet, was diese Bedingung ist. Und zwar, wenn ich mich... Also bei Tidus weiß ich es. Ich glaube, bei Riku, Walker und Kimari ist es genauso. Die Waffe hat die volle Stärke, wenn sie volle HP haben. Und wenn sie weniger HP haben, sinkt die Stärke. Das heißt, für diese Charaktere bietet sich als vierte Ability zum Beispiel Auto-Regener an, um die HP regelmäßig hochzuhalten. Au. Au! Goddammit!
Ah ja, da musste ich jetzt drücken. Da muss man jetzt wieder Viereck drücken. Wie auch immer man darauf kommen soll. Vermutlich, weil alles mit Kaktoren zu tun hat, irgendwie mit Viereck drücken ist. Und jetzt kriegen wir hier unsere Truhe. Solares Spiegel reagiert. Benutzen. Ja. Bei Yuna und Lulu ist es so, deren Waffen skalieren mit den MP, die sie haben. Noch übrig haben, also auch mehr gleich besser. Bei Arn ist es ähnlich. Nee, anders umgekehrt. Wenn Arn normaler HP hat, ist seine Waffe normal effektiv. Aber wenn Arn voller HP hat, ist seine Waffe normal effektiv. Aber wenn er schwächer wird und HP verliert, steigt die Effektivität seiner Waffen. Ich glaube, bei ganz wenig HP ist sie dann irgendwie doppelt so stark oder ordentlich stärker jedenfalls. So, das ist Kimaris Speer, der Longinus. Ah ja, klar, dass er Longinus heißt. Außerdem gibt es hier in der Donnersteppe einen der Geheimbosse, den dritten. Und ich werde da jetzt gleich einfach mal speichern. Und dann gehe ich dahin. Dann machen wir uns mit dem bekannt und dann werdet ihr sehen, dass wir noch eine ganze Weile brauchen, bis wir damit irgendwas melden können. Es wird ein Wipe. Ich hoffe, ich bin wenigstens am Zug. Apropos am Zug sein, tschüss. Und ja, einfach nur, dass ihr es mal seht, was die späteren Bosse so tun und können. Allerdings will ich das nicht tun, ohne die Speicher zu haben. Ja, Schmimmen, schmeißt du mich in die richtige Richtung? Ich habe leider keine Ahnung, wo der Boss ist. Das werde ich wohl wieder nachgucken müssen. Denn den dritten habe ich, glaube ich, nie wirklich aktiv. Habe ich? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Nicky Mori ist einfach noch nicht dran. Ich will erst die Mondschleier holen. So, wen haben wir denn da? Steppe Nord, nahe dem... Oh, nee. Nee, da laufe ich jetzt nicht nochmal hoch. Vergessen wir das. Machen wir später. Ich laufe jetzt nicht wieder die ganze Donnersteppe Nord hoch. Das ist mir zu blöd. Dazu ist mir meine Onscreen-Zeit auch irgendwie zu wertvoll, sag ich mal. Haben wir das also erledigt? Kimaris Longinus Waffe ist also im vollen Paket bei unserem Inventar und wartet nur noch darauf, zusammengesetzt zu werden. Was ich ganz gut finde. Platz mehr für, daneben. No. Wir haben schon die Hälfte ihrer MP verraubt. Goddammit. Gut, dass wir gleich wieder am Speicherpunkt sind. Ja, also Autoregener für Leute wie Tidus, wo es wichtig ist, dass man hohe HP hat. Oder, eigentlich sollte man sich, wenn man Autoregener reinpackt, ziemlich aufpassen mit Zombie. Ups. Denn ein Charakter, der ein unentfernbares Regener auf seiner Rüstung hat, mit Zombie zu belegen, ist schon irgendwo scheiße. Und wenn das passiert, das kann böse nach hinten losgehen. Wie gesagt, wenn man jetzt natürlich Schleife vorher schon drin hat, ist es nicht ganz so schlimm. Mit Autokur nicht ganz so schlimm. Alles Optionen. Ne? So. Gespeichert. Umbau. Mal kurz. Einfach mal kurz reingucken. Ob ich irgendwas übersehen habe. Präventivschlag werden wir. Oh Gott, wir haben keinen mehr Präventivschlag. Oh, das wird uns auf die Nase fallen. Zauberturbo. Turboäther. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie herkriege. Ich habe es immer noch nicht nachgesehen. Gigantenflügel. Da weiß ich wenigstens, wo ich nachschlagen kann, wo ich sie herkriege. Ich weiß sogar, wo ich sie herkriege. Hier oben was. So, bla bla bla. Autoprotis. Ach, Lichtschleier. Ach, verdammt, Mondschleier sind Shell. Ah, shit. Na, das ist jetzt blöd. Gut. Keine Ahnung, wie man Auto Hast baut. Das gab's doch, oder? Doch, doch, ganz sicher gab's das. Null Monster mit Absolutionssalzen, bla bla bla.
Ja, gut.